Oh mein Gott, oh mein Gott, ich glaube, jetzt sind wir da. Hört man uns, sieht man uns. Hallo. Hallo. Guten Tag, guten Abend. Gute Nacht. Oh, ich höre uns. Ja, ich glaube, es funktioniert. Hervorragend. Ja, hallo. Guten hallo. Abend. Heute haben wir wieder ein bisschen schlechtere Tonqualität. Dafür sitzen wir zu dritt hier. Ja, das stimmt. Wir müssen uns noch ein drittes Mikro kaufen, aber in den letzten Wochen waren irgendwie so eine große Veranstaltung, weswegen wir irgendwie sein? So ein bisschen nicht dazu gekommen sind. Ich habe ja nichts mit dem Konzert auf dem WGT gewesen. Wir waren im Urlaub, ne? In Düsseldorf da. Also. Ja. Stimmt. Ja, Sie sehen uns. Hallo, ihr drei. Hallo. Sehr gut. Solange man uns wenigstens einigermaßen hören könnt. Ich meine, die Hintergrundrauschgeräusche muss man leider heute mitleben. Ja. Wunderbar. So, Begrüßung. Jetzt kommt die Begrüßung. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt endlich hin. Oh. Und zwar. Ich weiß schon, was. Richtig. Vergessen hast. Wer weiß. Wir fangen an. Abi, Andi. Hey, Veranstaltungsleitung bei der Dokombi. Ja. Ich hab mir dran gedacht, juhu. Wie oft haben wir das schon geübt? Wie viele Streams haben wir im letzten Monat schon gemacht? Können wir das nicht einfach mal einmal aufnehmen und am Anfang einfach einblenden? Wie so ein Anime-Opening. Das ist so süß. Dann Baby. Benny. Ja, ich lösche immer die Brände von... ich mach sie selbst, ne? Ja, so beides. Ja. Das ist quasi ein Arbeitsbeschaffungsplan. Du machst einen Brand und löschst ihn dann. Genau. Ja. Und dann die Benny. Benny brennt. Ja. C wie? Creamy. Oh, ich hab gar kein Creamy hier. Hier ist Creamy. Da ist Creamy. Ich hab nicht das Gefühl, dass unser Creamy größer ist. Keine Ahnung. Ja, das ist der ganz besondere Creamy. Unser Dokumi-Maskottchen. Da gibt es auch Smileys und wenn ihr uns followt, dann erscheint auch nochmal Creamy und es ist einfach überall. Überall. Ja, guck, ich zähle schon 1, 2, 3. Creamy Nado. Creamy Nado. Creamys Weltherrschaft. Ja, aber wir haben auch noch Devi. Devi. Dokita. Das bin ich. Was mache ich? Tja, das weißt du doch ich selbst. Ich sitze immer in der Mitte von euch. Das ist auch eine Aufgabe. Ja. Du machst die Unterhaltung hier, während wir einfach nur die Fragen beantworten. Oh, es sind ganz viele Creamies. Sehr gut, dann können wir demnächst eine Creamy-Invasion machen. Oh, wir könnten so eine Creamy-Pyramide bauen, wenn der erste eins macht, der nächste zwei, der andere drei. Ja, aber wir müssten alle die gleichen langen Namen haben. Ja, stimmt. Da scheitert es schon. Oder es wird einfach eine besondere Pyramide. Ja. Ja. Ja, und eigentlich haben wir immer noch ein F wie... Fauli, und Fauli ist auch zu Hause. Und was ist eigentlich unser E? E ist euch. Ja. E wie ihr. Euch. Ja. Sehr gut. So, das war die Vorstellungsrunde für alle, die uns noch nicht kennen. Über was reden wir denn heute? Dokumi, weil wir sonst nichts zu reden haben. Reden wir nie über die Dokumi? Reden wir einfach was eigentlich, anderes? Eigentlich, über politische Themen, über die politische Lage auf der Dokumi. Ja, genau. Okay. Da gibt es doch einiges. Ja. Wart ihr denn auf der Dokumi gewesen? Schreibt doch mal. Wart ihr denn auf der Dokumi? Ja, hier und da. Ja. Habt ihr sogar gesehen? Ja. Und dich auch. Ja, dich auch. Und den. Ja. Die und den. Oh mein Gott. Ja, ich habe sogar fleißig eingekauft. Wo denn? Bei unseren Artists coole T-Shirts und so gekauft. Ja. Und ein paar Gemälde. Und natürlich auch bei den Ausstellern einen süßen Plüschtier. Ja. 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 Danke für die Subscriptions, by the way. Ja, danke. Oh, jetzt schreiben wir so viel, ich komme ja gar nicht mit. Naja, auf jeden Fall. Ich komme nicht mit. Naja, egal. Ja. Ah, genau. Was haben die Leute denn so gecosplayt? Erzählt mal, was habt ihr gecosplayt? Was habt ihr denn angehabt? Na, Orga-Shirts. Naja, bei dir ist das eine Lüge. Doch, Sonntag habe ich ein Orga-Shirt getragen. Ja, du hast es aber verdeckt gehabt unter deiner Hose. Ja, in der Hose. Ja, war cute. Aber das Muster gar nicht gesehen. Das hat mir ähnliches, war schwarz auf dunkel lila. Dunkel lila. Ja, stimmt schon. Ja. Hätten wir vielleicht lieber weiß machen sollen. Egal. Aber das war Absicht, künstlerische Freiheit. Ja. Ja. Ja, genau. Und ich habe das T-Shirt von diesem, ja? Das Orga-T-Shirt in Rot. Mit der süßen Miet. Ach, sogar. Ja. Ein bisschen im Zoom-Modus. Genau, so. Überhaupt die Helferschütze haben die sich ja wieder sehr gut gefallen. Das waren die ganz grünen Helfer, die ihr gesehen habt. Ja. Ja. 500, oder? Hatten wir einen Helfer grob?
501. Ja. Ja, 600. Das heißt, 600 grüne, rote, gelbe und doch, braun hatten wir auch, die Mädels, die waren ja quasi genau. Braun. Richtig. Und die blauen, und die Hosts, genau. Ja. Also ganz, ganz viele Leute, die dabei, die an diesem einen Wochenende nur für euch, wie euch, gearbeitet haben. Ja. Ja. Wir könnten damit eigentlich mal so eine Dokumi-Community gründen, einfach irgendwie so ein kleines Minden, so ein verlassenes Städtchen irgendwie alle aufkaufen und dann ziehen wir da ein. Dokumi eine City. Dokumi City. Oder Dokumi Village. Ja, oh, und jedes Abend gibt es irgendwie so beim Dorfbrunnen so eine große Prima, wo alle Anime geguckt werden. Oh, das ist ein Sommerfest. Oh, und jeden Tag nur Dokumi. Danke, Lucy, für den Sub. Ja. Sub. Ja, sehr schön. Und was hast du so auf der Dokumi erlebt? Was habe ich auf der Dokumi erlebt? Och, so viel. Oh, fangen wir beim Aufbau an. Ja, der Aufbau hat schon am... Wann hat es gestartet? Donnerstag. Ja, mit Donnerstag. Irgendwie so, ne? Wir haben ganz fleißig ganz viel aufgestellt. Ja. Ja, oh, und ja, gesprayt ganz, habt ihr ganz viel mit den Gasmasken. Oh ja, genau. In der Halle 14. Genau, haben wir die Teppiche gesprüht mit den Zahlen und Buchstaben, die ihr auf dem Boden gesehen habt. Damit ihr euch gut zurecht findet. Mhm. Ja. Ich hoffe, es hat euch dieses Jahr geholfen. Bestimmt, ne? Ja, also man hat quasi ja schon gesehen, als wir die ersten Zahlen aufgesprüht haben, kamen schon die ersten Zeichner, die ihren Stand gesucht haben und sofort. Wie so bei den Lemmings damals, wenn dann da jemand stand, irgendwie so, du darfst hier nicht her und dann so, ja. Ja. Ich war als Ausstellerin in der Artist Alley bei euch und ich fand es im Vergleich zum letzten Jahr total klasse. Sehr schön. Ich fand es ebenfalls total toll, dass ihr die Kritik im letzten Jahr so toll umgesetzt habt. Ja. Geben uns Mühe. Ja. Und nächstes Mal sprühen wir Glitzer oder sowas drauf. Oh je. Oh je. Das kostet bestimmt viel. Ach was, Glitzer. Wir hatten ja erst überlegt, ob wir für die Dokumi 2018 als Thema Einhorn nehmen. Dann hätten wir überall Glitzer gehabt. Das wäre so da. Das Team dahinter sagt nein, aber hey, wer möchte auch Glitzer haben? Hätten wir dann für alle Helfer vielleicht so ein Einhorn-Headpiece gehabt? Für so ein ein Einhorn-Headpiece. Es sind auch schwarze Einhörner. Okay. Und rote bestimmt auch. Schwarz-rote Dämonen-Einhörner, das finde ich cool. Die trotzdem glitzern. Oh ja. 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 Und was war denn das Motto von diesem Jahr nochmal? Wisst ihr das noch? 10 Jahre Blumenjubiläum. Genau. Das fragst du jetzt nur, weil du es selbst vergessen hast. Natürlich weiß ich das. Ich dachte, wir wären auf die Idee gekommen oder Arian? Ich weiß es nicht mehr. Oder Eika. I don't know. Aber es einigen wir uns auf was mit A oder D am Anfang. Ja, und zwar, weil wir 10 Jahre haben und da es ja 10. Hochzeit Rosenhochzeit ist, haben wir überlegt, Rosen zu verallgemeinern und dann für uns ist Blumen. Blumen, deshalb haben wir auch Blumen-T-Shirts hier. Oder auf Rheinisch Blömsche. Sehr gut. Ja, so der Aufbau. Das war viel harte Arbeit und am Freitag hat auch schon das Gaming Festival gestartet. Ja. Was heißt, wir hatten noch mehr Stress am Freitag frühzeitig fertig zu werden und so. Ja. Und erst Turniere schon gespielt. Genau. Wir können es auch als Motivationsdrang, Schwung bezeichnen, weil wir die Motivation hatten, um 16 Uhr fertig zu sein. Ja, genau. Das war ein Stress. Und wir waren schon fertig, bevor am Samstag die Dokumi schon erst losging, ne? Ja, ja, stimmt. Deswegen haben mir meine Füße am Samstag schon so wehgetan wie sonst am Sonntag. Ja. Aber ja, egal, es hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Mega. Besonders als wir Samstagmorgen dann die Tore geöffnet haben. Ja. Ja. Stimmt. Das war super. Einlass war wirklich klasse dieses Jahr. Ja, das ist jetzt kein Eigenlob, weil derjenige, der hier den Einlass gemacht hat, ist gerade nicht da. Also, vielleicht ist da ja mal Schultern. Aber das ist ja für das ganze Team. Ja. Ja. Genau. Da haben wir ja sogar pünktlich eröffnet, glaube ich. Ne? Ja, also, und die maximalste Wartezeit, obwohl wir über, glaube ich, 6.000 oder 8.000 Leute quasi vor der Tür hatten, lag bei genau 30 Minuten. Oh ja. Wir hatten gehofft, in einer Stunde alle reinzukriegen, dass die maximale Wartezeit eine Stunde ist. Ja. Und das hat das Team halbieren können. Also das ist wirklich super. Das heißt, wenn man jetzt gut im Kopf rechnen wäre, könnte man jetzt schnell 8.000 durch 30 oder so rechnen. Und wüsste dann, wie viel wir pro Minute rein? Das waren, oh Gott. Das ist Highspeedo. Lichtgeschwindigkeit. Das war auf jeden Fall in eurem Maximalwert, den ihr mal errechnet hattet. Ich hatte irgendwie was von 100 pro Minute im Kopf, aber das... Das
war etwas mehr, ja, glaube ich. Mehr gewesen. No. Naja, egal. Ja. Kommen wir nicht zu den ganz langweiligen Zahlen hier, sondern... Ja. Statistiken und Auswertungen. Ja, und diesmal haben wir den Einlass auch schöner gestaltet. Es gab ja Teppiche, es gab Zäunchen und es gab Luftballons. Ja. Ja. Ich habe Luftballons und da waren ja auch die Doku-Muster drauf. Das fand ich schön. Mhm. Genauso wie wir überall ein bisschen Teppiche gelegt haben, damit da ein bisschen mehr schöne Atmosphäre rauskommt. Mhm. Wir haben Sitzmöglichkeiten gebaut gehabt. Unter anderem das wunderbare kleine Palmenparadies. Genau, mit den bunten Lichterkettchen. Geradezu tropisch. Ja, Dokumi ist wie Urlaub. Mhm. Mhm. Nur nicht für uns. Ja. Ja. Nee, von daher, ich hoffe, ihr hattet alle sehr, sehr viel Spaß. Hattet, habt Freunde treffen können, habt neue coole Sachen kennengelernt, neue Sachen gekauft, neue Zeichner kennengelernt und Spaß gehabt. Ja. Aber ich habe gelesen, dass die Leute, die Dokumi ist nämlich jetzt so groß geworden, dass sie sich gar nicht getroffen haben, weil sie so groß geworden ist. Normalerweise trifft man eigentlich jeden auf der Con, ne, den, der halt hingeht mit seinen Freunden. Aber irgendwie war es so schwierig, sich zu finden, weil es halt so groß und so viel war. Ja, das ist dann leider immer der Nachteil. Ja. Ich, in der Mitte der Con einfach so einen kleinen Brunnen aufstellen und dann treffst du Leute immer um den Brunnen herum. Dann wird das bestimmt echt voll. Oh, so ein Brunnen, weißt du, so ein Creamy-Springbrunnen, das ist Creamy so in der Mitte, so eine Steinfigur, da kommt so ein Wasserfach raus. Katsching. Hätten gerne einen Brunnen. Einen Springbrunnen. Viel praktischer wäre hier aus Harry Potter, diese, ich habe vergessen, wie die hieß, diese Karte, wo man sehen konnte, wer... Marauders Map. Oder auch auf Deutsch irgendwie anders. Die Karte des Rumtreibers. Achso, ja, genau. Ja. Und dann kann man quasi immer gucken, wo seine Freunde gerade sind. Was sucht er denn da in der Ab-18-Ecke? Aber das könnten wir doch in der App irgendwann machen, weißt du? Jeder, der sich anmeldet, kann Standpunkt dann haben. Allerdings haben wir die gleiche Herausforderung. Ich habe auch böse Ideen, ich sollte leise sein. Alle, die jetzt im Chat eine Dokumi-App haben wollen, von Benny programmiert, müssen jetzt ganz viele Creamy-Smiles posten. Naja, die Idee ist ja nicht neu. Die Sache ist, dass das Internet vor Ort leider eine Herausforderung ist. Da kommt schon Screaming-Smiles. Creating Pressure. Ja, okay, ich kümmere mich um die App und der Andi zahlt privat eine Umsetzung, damit wir überall Internet haben. Okay. Dankeschön. Oh. Kennt jemand einen guten Internetanbieter, der einfach selber so Ich glaube, jetzt gibt es sehr viele Creamies. Jetzt gibt es nur noch Creamies. Oh nein! Tatsächlich hatten wir schon ganz, ganz viele tolle Ideen für die App. Mhm. Aber viele davon wäre ganz gut, wenn das Internet funktioniert. Aber irgendwie, wie beim Japan-Tag am Wochenende, ist es irgendwie, wenn viele Leute auf einem Haufen sind, ein bisschen schwierig mit dem Netz. Ja. Muss man eine sehr, sehr sparsame App machen, die keine Daten braucht, so irgendwie. Ja. Nur so. Also offline. Ein Texteditor. Ja. Offline Sachen ist nicht das, die Herausforderung. So Programmplan und so Updates schicken kriegen wir vielleicht auch hin, aber wenn man dann sowas wie Meet the People einbauen wollen würde oder sowas. Ja, ja. Aber schauen wir mal. Wir haben ja jetzt ein Jahr Zeit oder so. Ja. So. Halle 15, was gab es da alles? Wie viele Aussteller gab es? Es gab über 140 Aussteller. Kommerzielle, ne? Genau, das ist quasi alles so Firmen, Verlage, Händler, Publisher und sowas. Mhm. Tatsächlich, glaube ich, bis auf zwei waren auch alle wichtigen Publisher und Publisher und Verlage mit da. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Und wir hatten auch darüber hinaus so ein paar so Firmen wie Konami und so, die halt mit ihren Trading Card Games und Bushiroad, die da sich quasi präsentiert haben. Ah, der Yu-Gi-Oh! Stand. Ja, genau. Ja. Dann zum Beispiel gab es halt die großen Händler wie Figuya oder Takagis, Manga Mafia, Otaku.de und halt auch sehr viele internationale Händler. Wir kriegen immer mehr Zulauf aus England, Frankreich sowieso, aber auch aus den Niederlanden und aus so Polen zum Beispiel. Mhm. Einer meiner Lieblingsstände ist ja auch mal wieder die, das ist aus England ein Stand, glaube ich, Doki heißen die. Die haben so japanische Tableware und so. Ah, war das die mit den süßen Porzellan? Ja, die sind mit total dem cool. Stimmt. Und so. Ja, die Porzellantälchen. Oh, die wollten wir eigentlich auch leer gekauft haben. Aber irgendwie das zu transportieren dann. Genau. Irgendwie habe ich es vergessen. Peppermint war auch natürlich damit dabei. Ja, und fleißig dann Aufnahmen fortgemacht. Genau. Ja, die hatten ja sogar ihren Flagship-Store davor. Ja, krass. Wo man reingehen konnte. Es war irgendwie wie so ein Supermarkt irgendwie. Du konntest da reingehen, deine Sachen dann einpacken. Gab es da auch Supermarktmusik?
Dum, 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 dum. Oh, ich weiß gar nicht. Neue DVD. Ich weiß nicht gerade, ob es bei uns im Supermarkt Musik läuft. Also auf jeden Fall, die Kombi ist in Japan, gibt es noch tolle Musik. Ja. Dum, 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 dum. Stimmt, da hörst du dann auch zum 20. Mal das Ponyo-Lied, das gerade gemacht oder so. Hat eigentlich jeder Aussteller und jeder am Eingang immer ihre Shemase gesagt, wenn einer reingegangen ist. Oh ja, das hätten wir in Deutschland auch einführen müssen. Du kannst das gerne mal vorschlagen, weil ich weiß schon, welche Leute aus dem Team dich dafür umbringen werden. Das lohnt sich trotzdem. Oh ja, das wird so ein Megafon. Ihre Shemase, ihre Shemase. Die kriegen böse Blicke aus dem Hintergrund, aber egal. Und der wichtigste Stand ist natürlich der Dokumi-Stand. Mhm. Stimmt. Ja, zum ersten Mal haben wir so einen richtig tollen, großen Dokumi-Stand gehabt. Mit einer eigenen Dokumi-Kollektion. Ja. Ja. Ja, habt ihr die Kollektion auch gesehen? Wir haben ja 4 Teile ausgestellt. Und da konnte man sich eintragen, willst du uns über die Kollektion erzählen? Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wir haben jetzt ja noch, wie gesagt, wirklich ein Jahr Zeit bis zum nächsten Dokumi und ich sag mal bis zum Oktober quasi, da geht jetzt der Vorverkauf weiter. Und die Kollektion ist so ein bisschen unsere kleine Sommerbeschäftigung. Man hat ja sonst nichts zu tun. Nein, aber fanden wir eine schöne Idee. Wir haben uns da mit einer sehr, sehr talentierten und wirklich tollen Designerin zusammengetan, die halt quasi jetzt neu durchstarten will und mit der wir da kooperieren. Die hat eben diese ganzen Designs und Entwürfe gemacht und die sind wirklich echt mega cool geworden, finde ich. Also persönlich, mir gefallen die sehr gut. Ja. Wir machen das so, dass wir quasi eine kleine Crowdfunding-Kampagne dazu starten werden. Ja. Haben wir auf der Con selber und auf dem Japan-Tag jetzt Interessenten gesammelt, für alle, die jetzt Interesse an der Kollektion haben, quasi informiert zu werden. Und ja, das machen wir dann jetzt in den nächsten Wochen. Genau. Starten dann damit. Wenn ihr die Kollektion nicht gesehen habt, die haben wir ja auch auf unserer Facebook-Seite nochmal. Da könnt ihr auch nochmal drunter posten, wenn ihr Interesse daran habt. Genau. Unser Team hinter den Kulissen geht jetzt nochmal rein. Schönen Feierabend. Ja. Die Kollektion haben wir jetzt leider nicht da, ne? Nee. Das hätten wir denen mal kurz zeigen können. Aber irgendwann in einem Stream sollten wir die mal tragen und auf jeden Fall präsentieren. Genau, wie gut. Cherry-Konzert, das war auch schön. Ja. Ja. Sehr cool. Genau. Jetzt gibt es einmal ein bisschen Hintergrundgerausche. Hintergrundrausche. Da ist nämlich der Apple und die Anna am rumschleichen. Nein. Da ist das natürlich nicht der Apple. Nein, oh Gottes Willen. So. Genau, so. Als nächstes, wenn man Rechtsabstimmung hat von Halle 15, gab es die Halle 14. Oh ja, das ist meine Lieblingshalle. Ja, meine auch. Wie viele Aussteller gab es denn dort? Fernstände? Fast plus minus 500. Ja, ziemlich genau um die 500 waren es. Ja. Das ist ähnlich wie letztes Jahr. Ja, und das war auch wieder atemberaubend. Also weiß nicht, ich bin da ja auch durchgewandert und es ist einfach Wahnsinn. Und man hat eigentlich bei nahezu jedem da ein Lächeln irgendwie gesehen. Das war schön. Die Sitzgelegenheiten waren voll. Ja. Es war, ich weiß nicht, ich fand es sehr schön da auch, die Atmosphäre irgendwie, die Autos haben auch irgendwie viel gemacht. Oh ja, also die fand ich richtig gut präsentiert dieses Mal. Mein Bild stockt das bei denen auch? Nö, sonst drück einfach mal hier diese magische Taste da oben. Dann, Was war das für eine magische Taste? Das ist bei den Zeichen auch immer gerne viel zu viel Geld, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau, und da gab es ja auch Fashionstände. Und das Bällebad, nicht zu vergessen. Ja, die Fotoecken, unsere Dojinshika waren da aus Japan. Und die Cosplayer. Nein, es ist nur bei dir. Ich glaube, dein Internet ist gerade hier ein bisschen am Schlafen. Okay, wach auf! Was wäre ein Dokumi-Stream ohne technische Probleme? Ja, stimmt. Ist doch immer so. Seit vielen Jahren, ehren wir die Dashcom mit dem Bällebad. Wart ihr denn in Bällebad dieses Jahr? Nee, ne? Nee. Ich wollte ja eigentlich da untertauchen und nur meine Schleife fotografieren. Ach so. Ja. Aber ich muss jedes Mal wieder daran denken, wie unser Aufbauer des Bällebads im Bällebad saß und noch irgendwie ein paar Schrauben festgedreht hat. Und die einzige, die noch mit drin war so ein kleines Mädchen irgendwie, die ganze Zeit den Arm mit Bällen bewegt. So, getroffen. Ja, tschüss. Eigentlich wollte ich ihm was gefragt haben, aber ich konnte dieses süße Bild einfach nicht unterbrechen. Ja. Oh. Und das Team kann auch unter den härtesten Bedingungen noch Einflüsse von außen. Ja. Nee, also ich weiß nicht, es gab viel zu erleben. Ja. Und wie immer habe ich es nicht in unser Maid-Café geschafft. Echt nicht? Doch, ich habe es geschafft. Nee, ich auch. Bei der Rundführung. Ich weiß nicht, irgendwie, ich nehme mir das auch jedes Mal vor, genauso wie unseren Hausclub macht. Ja. Aber irgendwie. Die sehen aber beide wirklich gut aus wieder. Haben schön dekoriert und gab lecker Essen, Getränke und Cocktails. Ja.
Ich hatte keinen Einlassbon mehr. Oh. Ja. Die lassen dich auch nicht rein ohne Einlassbon. Nee. Wer bist denn du? Wer bist du denn hier? Der Eingang ist da vorne, du musst dich anstellen. Nee, ja. Also, weiß nicht, wir haben auch uns mal einen Crepe gegönnt draußen. Ja, Crepe. Oh mein Gott, ich habe das nicht geschafft. Oh, ihr Glückspilze. Ja, das Food Festival. Ja. Nächstes Jahr gibt es aber noch mehr Stände. Noch mehr Essen. Da gucken wir mal wieder. Ja. Ja. Genau. Im Moment, ja, nächstes Jahr ist ja eh noch ein großes Thema, aber wir sind ja noch bei 2018 jetzt. Ja, genau. Ja, 2018. Dann gab es die Halle 16. Mhm. Die war dunkel. Warum war sie denn dunkel? Ja, weil natürlich da die ganzen Gaming-Sachen untergebracht waren. Und jetzt, dass ich lieber etwas dunkler habe in vielen Punkten. Genau, für die Atmosphäre. Genau, und apropos Atmosphäre. Ich hatte so ein paar Highlights für mich von in der Halle 16. Und zwar unter anderem die Fotoecke von Kuro Toshiro. Mhm. Und, oh ja. Die habe ich vorher noch kein einziges Mal gesehen. Mhm. Und sie haben quasi gesagt, ja, es sollte ein bisschen dunkel sein für Atmosphäre und so. Wollten ja so einen Raum drum gebaut haben. Ja. Und drin war das halt unfassbar geil. Mhm. Einfach, der ganze Raum war quasi wie ein Spaceship irgendwie konstruiert. DJ-Pult und mit Waffenarsenal und Bodyscanner und allem. Mhm. Hammercoole Fotoecke. Also bin total begeistert. Reines Fanprojekt. Ja. Wir dachten, ist das irgendwie so ein Ausstellerstand oder was machen die? Und das waren wirklich Fans, die das richtig geil halt konstruiert das haben. Cool. Bin ich begeistert. Ich habe Fotos von euch, ihr habt die noch gar nicht bekommen, oder? Von außen unscheinbar, von innen, wow. Also total. Mhm. Dann die Retro-Arcade fand ich super, super geil dieses Jahr. Ja, stimmt, die war also richtig, richtig cool geworden. Ja, auch richtig groß. Die mega viel Mühe gegeben, es umzusetzen. Ja. Auch so coole Highlights wie, dass sie jetzt so alte Point-and-Click-Adventure gespielt haben, Templewood Park? Nein, nicht nur, sondern auch dieses Day of the Monkey Island. Ja. Secret of Monkey Island. Super cool. Und halt ganz Retro Games dann zocken konnte, ganz auch die japanischen Spiele natürlich, wenn da. Hammer. Absoluter Hammer. Ja. Ja. Mhm. Dort habe ich auch ein Spiel von mir entdeckt. Es gibt ja ein neues Spiel, es heißt Perry Fail. Und da bin ich als Doki-chan drin. Fairy Fail? Ja. Also Fairy halt, Fail? Genau, halt schon Fairy Tale, weil da sind Märchenfiguren, aber die sind dann halt so ein bisschen umgeändert. Genau. Ah, okay. Genau, dann gibt es halt so eine betrunkene Prinzessin, die sieht ein bisschen aus wie Prinzessin Peach, aber die immer, wenn sie stehen bleibt, holt sie so eine große Alkoholflasche raus und sauft ein oder sowas. Ja. Cool. Und wenn ich halt so lange stehe, dann habe ich dann so einen Creamy und knuddel den dann so. Oh. Genau. Aber das Spiel ist echt schwer, da muss man geschickt habe. Also ich bin immer gestorben. Und es tat immer weh, mich sterben zu sehen im Spiel. Ich habe mich bei den Indie-Ständen dann eher beim Essen aufgehalten. Genau. Es gab nämlich einen wunderbaren Stand, da konnte man vor Ort Takoyaki essen. Genau, Shigi-Takoyaki. Shigi-Takoyaki. Ja. Ja, super. Ja, die haben echt gut geschmeckt. Ja. Überhaupt auch generell die Indie-Area hat mir auch super gut gefallen. Also in die Arena-Boost hat sich ja echt bei der Gestaltung unsagbar viel Mühe gegeben. Und da waren auch wirklich tolle Titel dabei. Also da freue ich mich auch schon, das nächste Mal weiter aufzubauen, weil das war quasi mein drittes Highlight für die Halle 16. Ja. Dann hatten wir die AMV-Bereich natürlich richtig ausgebaut. Ja. Direkt neben Creamy's Castle. Ja, Creamy's Castle. Das erste Mal auf Creamy's Castle. Hast du da schon jemals drauf? Ich hab's nicht. Weder Bällebad noch Queenie's Castle habe ich dieses Jahr geschafft. Und die Crabs auch nicht. Das heißt, sie müssen nächstes Jahr wiederkommen. Ich glaube so auch. So einfach ist das. Sehr schön. Ja. Ja. Wenn man rausgegangen ist, kam man noch an Halle 18 vorbei. Wo es die ganzen Workshops gibt. 80 Stunden Workshops gab es. Und den TCG-Bereich. Und den TCG-Bereich. Genau. 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 Ja. Und dann gab es die Halle 12 noch. Ja. Richtig, da gab es unterschiedliches Bühnenprogramm, genauso wie im CCD Ost auf der White Stage. Genau. Und also ich weiß gar nicht, ich habe wie immer nicht viel davon sehen können, weil man ja irgendwie was da vor Ort auch zu tun hat. Aber was ich gesehen habe, war tatsächlich mal so ein Ausschnitt von Eri Sasaki. Und ich muss ja sagen, ich kannte die vorher überhaupt nicht. Dann als wir sie angesprochen haben, kam plötzlich irgendwie auf YouTube gefühlt jedes zehnte Mal Lied, egal was ich gestartet habe, es handelte immer irgendwie dann bei Eri Sasaki. Ja. Und, aber vor Ort, gerade so die Improvisationssachen und so, wo die dann mit dem Gitarristen und so, das war schon... Schön. Toll. Also, ich habe es vielleicht auch schon ganz kurz nehmen dürfen, aber die Stimme war wirklich toll und ich hatte jetzt wirklich schöne Musik gemacht. Also, ich
glaube, die anderen Konzerte waren auch cool. Megumi, Missemore. Ja, hätte ich auch gerne noch mehr von gesehen. Ja, aber okay, bestimmt auf YouTube. Ja gut, wir haben ja auch noch, stimmt, wir haben auch noch ganz viele Aufnahmen. Genau. Können wir gucken, was wir davon mal online stellen. Richtig, im Nachgang. Ja. Das ganze Bühnenprogramm nämlich gefehlt. Oh, hier gibt es schon Verletzte bei Creamy's Castle. Ja, Benutzung auf eigene Gefahr. Ja, ja. Aber das war auch echt hoch, da runter zu springen. Ich habe ja keine Höhenangst, ich mache das gerne. Das war wirklich so eine Überwindung, da runter zu springen. Ja, das habe ich auch irgendwie gehabt. Normalerweise, ich meine, ich war ja sogar schon Bungee-Springen und sowas alles. Aber dann steht man da oben und denkt sich so, Ich glaube, am meisten hatte ich eher Sorge, weil man richtig landen musste. Weil wir beim Bungee-Springen... Ihr müsst auf dem Po landen. Genau, weil beim Bungee-Springen, da kannst du einfach springen, wie du willst. Aha. Also, nee, nicht ganz, aber... Mhm. Und da dann so auf Po landen, wie macht man das? Ja. Ich bin, glaube ich, nicht auf Po gelandet. Ich bin auf allen Vieren gelandet. Ach so. Ja, ich bin, glaube ich, so halb auf dem Po, aber schon so eher nach hinten gefallen, als ich lag. Bitte keinen Köpfer. Nee, das ist, glaube ich, das Klügste. Ja. Ja, aber es war auf jeden Fall wild besucht. Ich habe gehört, ab und an wurde sogar mal was geflickt. Ja. Aber das passiert bestimmt öfters. Ich will auch unbedingt mal auf diese, mit diesen Bälle-Dingern da mitmachen, wo die Leute nicht spielen. Oh ja, wenn man im Kugel ist, wenn man Fußball so gegeneinander spielt. Stimmt, das haben wir noch nicht gemacht, aber das sieht mal lustig aus, wenn dann jemand irgendwie so rumrollt. Ja, ja. Hat eigentlich dieses Jahr jemand bei Creamy's Castle gewonnen? Einer. Doch, da war ein Team. Das war. Waren es sogar zwei? Ja? Ich weiß es nicht. Ich meine, bei der Abschlussveranstaltung wurde irgendwas gesagt, dass. Irgendwie. Es gab auf jeden Fall Gewinner. Genau, genau. Wir sind informiert. Ja. Ja. Und dann gab es ja noch die Charakterversteigerung auf der Backstage. Wie viel wurde eingenommen? 2860 oder 760? 780, glaube ich. 780, ja. Okay, bevor ich hier Fake News verbreite, 2020. Ja. Aber ich finde das Projekt, wofür es gespendet wird dieses Jahr, wurde auch sehr, sehr gut, weil ich habe mir schon immer selbst gedacht, angenommen, man wird nach Japan ziehen oder so und man wird dann da alt. Kümmert sich dann vielleicht da jemand noch um einen und das ist ja quasi das Gleiche, nur andersrum. Ja. Genau. Für Leute, für Japaner, die hier alt werden, dass die dann noch Ansprechpartner haben, gerade auch wenn sie irgendwie vielleicht sogar die deutsche Sprache dann verlernen im Alter. Dass sie noch ansprechen. Das finde ich ein super tolles Projekt. Das stimmt. Freue ich mich auch schon. Das ist auch gut, dass wir unterstützen konnten. Ja. Und am Ende gab es eine Creamy-Torte. Ja. Ja. Von Kerstins Kuchenkreation. Sehr gut. Eigentlich hätten wir jetzt hier noch so ein... Die Reste. Ich glaube, es gab keine Reste. Wir haben ja Bilder gepostet auf Facebook und Twitter. Genau, eine echte 3D-Creamy-Torte. Ja, zum 10. Das war auch ein bisschen überraschend. Ja. Entschuldigung. Ja, aber eure Rede war so süß. Du hast ja geweint. Aber der süßeste Satz war, ich habe es mir heute Morgen noch angehört, irgendwas mit Kieselsteinchen. Kriegt ihr das noch auf die Reihe? Ja, also ich vergleiche uns ganz gerne mal mit. Also Benni und ich, wir sind ja quasi die Letzten, die von dem ursprünglichen Gründungsteam noch übrig sind. Das heißt, wir haben das Projekt dann im Endeffekt mit angestoßen, aber ich sag mal, dass die Con funktioniert, ist ja quasi ein nur weil es ein Konglomerat aus unsagbar vielen Leuten und Projekten und Partnern und sowas quasi diese eine Lawine da quasi ins Rollen bringt. Ja. Das heißt, wir sind so zwei kleine Kieselsteinchen, die haben jetzt mal so rumgedöpselt und dann haben wir mal krack gemacht, dann kam so ein bisschen Schnee und dann immer mehr Schnee und mal mehr und irgendwann ist dann so eine Lawine mit so 45.000 Leute oder 500 Helfer und so. Und wir sind zwei Steinchen, die halt ein bisschen immer drumherum hüpfen und das irgendwie versuchen, in die richtige Richtung, also in das Tal, wo die ganz viele Leute sind und erschlagen werden, zu lenken, aber... Wir sind jetzt nur zwei kleine Steinchen. Warte mal, sehe ich das jetzt gerade richtig, dass du versuchst, mit der Dokumi die Leute im Tal zu erschlagen? Wir beglücken sie mit unserem Dokumi-Schnee. Ach so. Da wählen sie was Gutes, oder? Ich glaube schon, ja. Der Schnee ist auch schön, da freuen sich doch alle immer. Genau. Dann können wir Creamy-Männchen bauen. Oh, drei Creamies übereinander. Oh. Wie so ein Totofall. Das wäre wie so Indianer, die da drüber rumtanzen. Also wir freuen uns auf Schnee, was wir zusammen bauen. Das ist eigentlich nicht Winterkorn machen, dann Schneemann kommt. Ja, wie wäre es immer noch mit einer Dokumi-Winterkorn? Wie teuer ist denn bei 31 Grad Außentemperatur eine künstliche Eislaufbahn? Fragen wir mal in Dubai nach. Ich glaube, die geben viel Geld dafür aus. Ein Iglu, wo darunter die Korn ist, aber ein Riesen-Iglu. Zu mir leid, ich habe dumme Ideen. Wie soll ich das denn finanzieren? Du finanzierst es ja nicht alleine. Ach, du wolltest privat finanzieren. Ach, nein. Ach, sorry. Ich hätte noch einen ganzen Stapel da hinten mit teuren Ideen, die wir uns nicht leisten können. Ui, ui, ui. Aber ich kann ja dieses Jahr mal eine zufällig rausgreifen und viel Erfolg dann bei mir. Ja, okay. Eigentlich noch ein schöner Punkt. Genau, die Speedrunner. Ja.
Speedrunner, über 800 Euro eingesammelt an Spenden und haben auch echt eine tolle Area. Oh, 850. Da. Genau. Nein, das wusste ich natürlich auswendig. Geht an Gaming Aid, so wie letztes Jahr auch. Ja. Und die haben auch wirklich die Nacht komplett, also die haben beide Nächte durchgemacht. Quasi genau, von Freitag bis Sonntag durch. Mhm. Krasse Leistung. Ja. Krasse Leistung. Da hätten es eigentlich auch 80.000 sein können. Allein schon, weil das so... Der volle Einsatz ist. Ja. 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 Jetzt haben wir ganz, ganz viel gequasselt, aber eigentlich wollten wir ja auch mal hier unsere Zuschauer mit einbeziehen. Genau, was ihre Highlights so sind. Erstmal, was sind so eure Highlights gewesen? Euer Super-Highlight. Unser, ja. Danny Show-Panel auf der White Stage habe ich leider nicht gesehen, aber der muss cool sein. Ja? Moe Shop habe ich leider auch nicht gesehen, aber muss cool gewesen sein. Ram Rider war so toll. Ja, oh Gott, den haben wir so ein paar Minuten gesehen. Das ist immer das Gemeine, man lädt irgendwie Gäste ein, die man gerne sehen möchte und wir haben ja nie Zeit dafür. Ja. Und die waren so gut. Und auch hier, wir waren ja auch kurz beim Ball noch gewesen, hab da mal vorbeigeschaut. Der sah wieder so schön aus. Und dann traten auch gerade dieser quasi der Ballchor auf, den sie ja da jetzt gecastet hatten. Hm. Boah, die können ja singen. Die können so gut singen. Bei der Abschlussveranstaltung. Die Vierer, das Medley, ne? Der Hammer. Der Hammer. Also, was wir da für Talente in der Szene haben, das ist so krass. Ja, das stimmt. Also es gibt aus jedem Bereich Feedback. Hier Make-up für Merchandise, oben war Gaming, Turniere, Essen, ja. Ich fand das ja krass bei einem der Overwatch-Turniere, wo ein, du weißt ja, Overwatch immer 6 gegen 6. Und es gab bei einem Team, da war einer krank und konnte nicht kommen. Und die dürfen auch die Spieler nicht einfach auswechseln. Mhm. Das ist halt, sonst könnte einfach irgendein Profispieler reinnehmen und das Gegnerteam platt machen. Das heißt, es war wirklich ein Semifinale, 5 gegen 6. Und das Fünfer-Team hat gewonnen, weil die so überragend gut gespielt haben. Das habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Oh. Hammer gut. Das ist so, wie wir vorher vor der Dokumie nochmal richtig reingepowert. Und dann einfach eine Kombo nach der nächsten. Wir sind doch immer schon Monate im Voraus fertig. Ja, natürlich. Die getroffen zu haben. Von Ost-Aso wurde Kevin bedient. Ja, der Aso ist der Chef der Host-Clubs. Der Superchef. Und Kaio fand das Make-Café super. Kann ich auch gut nachvollziehen, weil wenn wir so zu kosüt. Ich habe sie ja nur auf der Hauptbühne gesehen, aber das ist dann immer so dieses. Ja, und dann kommt diese Maid-Armee wieder hochgestopft, so 40 Mädels. Ja, und sagen: So, moi, moi, Q. Ja, die Cosplayer, die haben Cosplayer getroffen. Ja, die waren auch gar nicht draußen, ne? Wart ihr im Nordpark? Habt ihr es dahin geschafft? Hab ich auch nicht geschafft. Nee, diesmal kein gemütlicher Spaziergang durch den Nordpark. Das habe ich schon seit 3 Jahren nicht mehr geschafft. Dabei sind wir doch jetzt hier näher am Nordpark, ne? Ja. Umso mehr, als ich es nicht geschafft habe. Das ist halt immer so. Ich erinnere mich noch so an die Schulzeit. Die Leute, die direkt neben der Schule wohnten, waren immer die zu spät kamen. Auf jeden Fall. Das passt, ja. Mhm. Ja, ich fand das Dokumi-Auto ganz toll. Sehr schön, Tasche. Ja. Hier wird gerade ein Keijo-Turnier vorgeschlagen. Das ist Keijo. Gut. War das dieser eine Anime? Was mit den Mädels, die auf dem Wasser Ding oder so. Ich dachte, mein Sumo war das schon verrückte. Nee, Cosplay Wrestling oder sowas. Cosplay Wrestling? Ja, es gibt irgendwo Cosplay Wrestling. Also Mädels, die knapp bekleidet sind, aber dann Wrestling betreiben. Okay, ne? Cosplay Wrestling. Das kommt dem schon nahe. Hier ist es nur auf dem Wasser. Ne? Doki-chan ist informiert. Ja, Doki-chan, die kennt das alles. Ich muss doch die tollen Ideen bringen. Ja, hat Keijo schon durchgeschaut. Nee. Wie viel Creamy's Klasse ist Ergänzung Keijo zu mir? Oh! Eine gute Idee, aber da haben wir ja schon diese Arena, diese Sparta-Arena da. Stimmt. Müssen ein bisschen Wasser fluten und dann nur noch mit Pürchen quasi gegeneinander kämpfen. Und alle haben schon mal mit der Messehalle geredet. Ein Pool ist nicht unmöglich. Ach, ist es so? Ja, wenn wir die Eintrittspreise vielleicht ums Fünffache erhöhen, kriegen wir auch einen Pool in die Halle. Ich meine, es ist ja nicht aufwendig, immer eben in eine trockene Messehalle, die nicht nass werden sollte. Auch weil die aus dem Kabel und Elektro kann ich da drunter liegen. Ja. Achso. Aber möglich ist es. Ich meine, die haben ja auch die Boot in der gleichen Halle. Ja. Oder in den gleichen Hallen. Mhm. Da ist viel mit Kunstwasser. Da sind schon wieder viele Creamies.
Ich glaube, die machen immer die vielen Creamies, wenn wir gute Ideen haben. Oh, okay. Oh. Sehr schön. Also, sobald wir immer gute Ideen haben, kommen immer 5 Creamies mindestens. War das jetzt der Pool? Ich glaube. Der muss aber hoch sein, dass du da reinspringen kannst mit Körper, ne? Ja, ich habe ja schon als, in Holland gesehen oder so, gibt es irgendwie so Parks, wo man wie so Takeshis Castle, Creamies Castle, oh, so wirklich über dem Wasser, also ja, wenn du runterfällst, fällst du ins Wasser, aber die sind dann wirklich so mit drehenden Hindernissen und sowas, wo du durch musst. Und da will ich hin. Das sieht schon cool aus. Ja, wir fahren es hin. Okay. Oh, jetzt, okay. Wir nehmen euch mit. Ja. Schwupp, jetzt aber, so ein Made-Bikini. Das können wir mal eben kurz auf der Dokumi aufbauen. Ja, ganz kurz. Ja, was für tolle Ideen hätten wir. Guck, da kommen schon wieder ganz viele Creamies. Oh. Und ganz viele Subscriptions. Danke an Chiaki und danke an Restium fürs Subscriben und so supporten. Pool wäre echt nicht schlecht, das ist auch wirklich warm. Oh ja. Ich wette, wenn wir einen Pool haben, ist es das erste Jahr, in dem es durchregnet. es gibt keine Dokumis, wo es regnet. Oh, ich bin gegen das Mikrofon getreten. Noch nie hat es bei uns geregnet. Nein, also dieses Jahr war angenehm, es war nicht zu heiß, aber es war auch nicht zu kalt, Regen und alles. Fand ich mit der Atmosphäre auch schön. Es war halt einfach... Also sowas einfach wirklich cool und entspannt und angenehm und sehr gut. Ja. Wenn eigentlich die Füße immer so wehtun würden. Hey, so viel mehr so viel laufen. Ja. Stimmt. Ja. Mir ist so warm. Ich denke gerade an den Pool, wisst ihr? Ach so. Cool. Dann können wir auch Sandburg-Wettbewerbe machen. So. Sandburg-Wettbewerbe wäre so cool. So ganz viele Anime-Motiven als Sand. Gute Idee, guck mal, hier kommen schon wieder Dinger. Dinger. Also ich tippe mal, LKW-Ladung von Kunstsand in die Halle zu bringen, ist auch machbar. Machbar schon. Ganz, ne? Ganz viele Kunst-Creamies, aus Kunststreuseln. Ja, oder so Schneefiguren, ne, aber nur aus anderen Figuren, Sand. Aus Sand? Aus Sand, so, weißt du, die ganzen Maskottchen alle als Figuren, aber aus Sand. Ja, Maxi und Tomo. Und so entstehen Ideen für die nächsten Jahre. Wer weiß, es sind in 20 Jahren gar nicht mehr so unmögliche Ideen. Nach der Con ist vor der Con. Ja. Habt ihr auch noch verrückte Ideen? Vielleicht machen wir mal so ein Posting, wo die Leute einfach verrückte Ideen posten können. Mhm. Egal wie verrückt. Naja, aus verrückten Ideen, man soll ja immer ein bisschen spinnen und kann dann quasi daraus realistisch umsetzbare Sachen machen. Oh, 3 Tage Con. Ja. Deswegen ruhig immer ein bisschen viel rumspinnen, coole Ideen einwerfen und im Zweifel gibt es dann erstmal eine Mikroversion davon. Ja. Auf den teuren Ideenstapel damit. Ich weiß nicht, ob da noch. Da brauchen wir die Leiter. Oh ja. Es brennt da unten schon. Wir sollen Phil wieder einladen. Ja, immer gern. Das ist sympathisch. Ein Trapmate-Café. Trapmate-Café? Ja, mit einer Bar und Barkeeper für die Hilfe. Trapmate-Café! Trapmate-Café! Einmal, dass die Hosts und Mates tauschen. Ja. Oh. Das finde ich gut. Müssen wir doch noch ein komplettes Crossdressing-Thema machen. Ja, finde ich eigentlich jetzt, cool. Jetzt sind unsere Helfer-Chefs auch, beziehungsweise ein Teil davon nicht mehr. Das können wir auch die Ideen festlegen. Aha. Dann dürfen alle Helfer im Seda-Fuku rumlaufen. Ja. Und die müssen dann andere Namen haben. Weißt du, so zum Beispiel Anna heißt dann Anno oder so. Anno. Anno. Anno 1900. Aber ich glaube, das will niemand sehen. Uns alle in... Wie hießet ihr denn? So Andrea und... Name? Andina. Andina. Und Benina. Benina. Benjamina, wie die Bäume. So wie diese Gummibäume oder was. Gummibäume. Wie Grillkäse. Ja. Crossplay-Ball. Oh, ein Crossplay-Ball. Oh, Crossplay-Ball wäre auch was. Ja. Boah, ich glaube, leider müssen wir irgendwann ein Crossplay-Thema-Motto machen. War einfach eine kleine Mini-Con in der Con, wo wir dann ganz viel Crossplay und nur so Crossplay-Bereich, ja. Ich will auch wieder eine Schon-Ei-Ecke haben. Oh, was war denn eine Schon-Ei-Ecke? Was gibt's da? Weiß ich noch nicht, aber ich werde da... Ich auch abgesehen von Dojinjis und so. Ganz viel cuten Boys Love Kram. Aha. Überall. Ganz viel Herzchen. Ganz viel Bui. Oh. Dario Maidkleid. Das wäre in der Tat, Dario Maidkleid würde eine gute Figur machen. Ja? Ja? Und dann mit dem Perücke und alles. Uiuiui. Ich bin raus. Alle im Maidkleid. Also wenn wir irgendwie dann dieses Thema haben, dann müsst ihr auch im Maidkleid hier sitzen. Okay, das ist ein Deal.
Da wäre das Thema wahrscheinlich nie haben werden. Wer weiß. Das kriegen wir hin. Wir haben schon das Thema für nächstes Jahr, aber das verraten wir nicht. Genau, ist noch geheim. Ja. Ja. Man könnte eventuell hier irgendwo einen Hinweis sehen. Im Echt? Bild. Ja. Ja, theoretisch zwar schon, aber praktisch haben wir 1 Million Hinweise hier. Ja, von daher. Ich weiß, dass ich selber nicht, welchen du meinst. Tja. Ich habe die Antwort verstanden. Egal, besser nicht, weil ich kenne Andis Reflexen. Das erste, was er machen wird, wird da hinten sein. Ach, das? Nein, okay. So wie dieses klassische, guck bloß nicht nach hinten. Hä? Ha? Ja, sehr schön. Ja. Ja, gibt es denn irgendwas, was du dir für nächstes Jahr wünschen würdest? Was ich mir wünschen würde? Mal überlegen. Wir haben jetzt Gaming erweitert, wir haben Zeichner erweitert. Vielleicht was für Fashion? Oh, du hattest Lisa vor Ort? Ja, Lisa Harajuku-Fächer haben wir. Mhm. Mondschau hatten wir auch. Ja. Mhm. Das Schwierige. Vielleicht so Kimono? Kimono. Und mehr so traditionelles Japan oder sowas. Kimono, Ikebana. Ikebana, genau. Ja, Ikebana-Ära fände ich schön. Hätten wir für dieses Jahr haben müssen, wir deppen. Ein Ikebana-Stand. Nicht zu verwechseln mit Ikea-Bana. Ikea-Bana zum Blumen zum Selbststecken. Ist das japanisch? Keine Ahnung, es ist Ikea-Bana, mach was selbst draus. Aber es fehlt immer ein Stück. Ja. Hm. Was, das, also, ne? Ikebana-Area fände ich auch noch schön. Mhm. Ein komplett überall Blumen, ist überhaupt nicht teuer, aber... Ja, das ist doch ganz gut. Jeder Besucher kriegt zum Anfang so ein kleines Ikebana-Set. Das bezahlst du. damit gibt es dann eine große Wand, wo man längst quasi diese Blumen dann hinstellen kann. Und ganz am Ende haben wir quasi so eine Walk of Flower. Oh, süß. Epi hat eine gute Idee. Was denn? Eine Kuriositätenhalle. Eine ganze Kuriositätenhalle. Nicht nur ein Raum, eine Halle. Wir hatten einen Kuriositätenraum, das ist meine Kuriositätenhalle. Der war sehr, sehr verstörend. Kurios. Ja, er war anders. Anders, ja. Ich wusste nicht, was mich erwartet, aber ich war zufrieden mit dem Ergebnis. Auch wenn du dir heutzutage noch von allen anhören darfst, was du im Himmelsbund da getan hast. Keiner. Was hast du dir mal gedacht? Nicht viel, aber es war gut. Ja. Was gibt es denn noch? Was könnte man noch machen? Ja, hier Cosplay-Wrestling, ne? Ich weiß, in Amerika gab es auch mal irgendwie so Konzepte mit so Cosplay-Prison oder irgendwie sowas. Prison? Also Prison Booth oder so. Ja, da konntest du dann quasi deine Freunde oder so einsperren lassen für ein... Zeit, ja. Mhm. Irgendwie so habe ich das verstanden. Und dann können sie nicht mehr weglaufen. Ja, das ist ja ganz gut. Vielleicht ist das für ganz böse Freunde. Ich will mehr Stände aus Japan bei uns auch dann noch haben. Das wäre cool. So wie Sanrio oder NHK oder sowas. Oh ja, Hello Kitty Ecke. Auf der Anime Expo haben sie sowas. Jetzt will ich sowas auch haben. Ja, me too. Hello Kitty. Mit Agretzko. Haben wir das hier? Das ist wahrscheinlich hinten. Bild. Das kann ich holen. Ja. Nicht zu viel stampfen, da ist ein Mikro auf dem Boden. Und das Erste, was er macht, ist stampfen. So, jetzt haben wir den Andi verloren. Okay. Endlich. Wow, was machen wir jetzt hier? Ja, mehr Süßigkeiten. Willst du jetzt im Stream essen? Nein, aber ich will zeigen, was wir jetzt für Süßigkeiten machen. Ja. Stell's vor. Das ist Matcha. Das ist ein Halbmond. Ist das jetzt Product Placement ohne, wir kennen ohne die dass wir die Namen nicht machen? Ja, da ist ein Hase drauf und ein Halbmondscheibchen und da ist Matcha-Geschmack. Und was ist es? Man kann es essen! Man kann es essen! Diese Information hat null Wert. Aber hast du schon vor alles dazu gesagt? Was würdest du dazu noch sagen? Lies mal die Packungsbeilage ab vor. Okay. Yum, 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 kanji, kanji, kanji. Oishi, ton. So, ja, sehr gut. Jetzt hast du das lustige Bild wieder, aber du hast noch nicht gesehen, dass es so im Licht steht. Dass das ist perfekt. Toll, ne? Das macht die Neugier noch größer. Erinnert ihr euch an unseren ersten Stream? Boah, das war lange her, ne? Zum Ticketvorverkauf, 1. November 2017. Jetzt sind wir hier immer noch. So, sieht man es jetzt besser? Ja, ist das Bild. Im Zweifel kannst du auch aufstehen und jetzt die ganze Zeit in die Kamera halten. Ja. Es ist so süß. Oh, es ist geblendet. Das Bild ist da. Es ist so süß. Süß. Das Fenster spiegelt noch ein bisschen. Da, jetzt. Schön. Sehr gut. Da ist das. Ja, aber die Frage war, wo man das kaufen kann, Andi.
Was? Ob man das kaufen kann? Wo? Eigentlich müssen wir eine ganze Dokumi-Reihe stimmt, kriegen. Nee, wir müssen jetzt eigentlich dieses Bild nehmen, alle unterschreiben und dann versteigern für einen Pool. Es gibt das, das wäre vielleicht machbar, ne? Ja. Ein Pool zusammenkriegen. Oh, ein Pool. Tatsächlich kommt das Bild von einer amerikanischen Zeichnerin, das habe ich auf der Anime-Expo in LA gefunden. Ah, das hast du gefunden. Ja. Ja. Hätten die auch. Warum hast du nicht mehr mitgebracht? Muss ich wieder rüberfahren. Oh. Oder sie irgendwie nochmal googeln und... Holy shit. Du und deine Schimpfworte. Zit, zit. Ja. Ja, ich habe nur vorgelesen. Ja, 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 ja. Da steht das gar nicht. Da steht holy beep. Lul. Lul. Lul ist bestimmt das bessere Wort. Legend. And legend. Legend. Ach, schön. Oh. Ja. Oh. Hallo. Da kommen noch Leute nach. Ach so. Ja, ganz viele sogar. Mein Gott. Hui. Was habt ihr denn auf... Achso, Benni wollte was sagen, sorry. Ich wollte was sagen? Ja. Das ist mir neu. Okay. Wart ihr auch auf den Japan-Tag? Auch bei unserem Dokumi-Stand. Ja. Das ist viel wichtig. Da könnte man ja auch die Kollektion sehen. Ja. Und wir hatten einen Manga-Wettbewerb. Da haben ganz, ganz viele Leute eingezeichnet, die alle besser malen können als ich. Mhm. Oh, so, ja. Du hast noch nicht mitgemacht. Das sagst du ja auch nicht, aber... Du bist in der Jury, das darf ich nicht mitmachen. Oh, ich finde, das Bild sollte gewinnen. Ja. Einfach so. Gratis Japan-Reise und so und Wacom-Tablets und die schicke Preisepakete von... Ja. Man erkennt auch eindeutig, dass die Geschichte von Kritzelmann so... Ja. Wobei man kann kein Geschlecht erkennen, aber... Kritzelmännchen, ja. Vor allem, du moderierst ja auch die Preisverleihungsgeschichte durch. Und herzlichen Glückwunsch, ich selbst! Nein. Oh. Ja, was hast du dir bei dieser Story gedacht? Nichts. Nichts. Und freust du dich über... Jetzt kann ich nach Japan. Bravo! Nein, so läuft das natürlich nicht. Das ist eine Jury aus 25 Leuten. Mhm. Da, glaube ich, hast du wenig Chancen, damit durchzukommen. Ja. Schade. Aber das Thema, was war das Thema, wisst ihr es noch? Popkultur trifft traditionelle, in Klammern japanisch, Kultur. TM. Ja. Super. Aber tatsächlich, ich glaube, das Schwierigste war, sich überhaupt zu überlegen, was man zu diesem Thema überhaupt malt. Es ging ja quasi darum, so ein 4-Panel-Comic zu malen. Und das an einem Tag, weil man ja das Thema auch erst an dem Tag erfährt. Ja. Und ich glaube, ich hätte die Stunden... 12 bis 19 Stunden da irgendwie gebraucht, um mir eine Idee einfallen zu lassen. Ist überhaupt kein Problem. Panel 1, Waschbär. Panel 2, Kranich. Panel 3, Rochen. Panel 4, die Welt. Tiefgründig. Wirklich. Weil dann hast du was von der Natur, dann hast du ein Lufttier und dann hast du ein Wassertier und das ist dann die Welt. Und in der Welt ist nämlich auch Japan. Ja. Wunderbar. So, die Idee war so gut, dass es schon gecheert wird. Ja, aber es kam keine Creamies, das heißt, die Idee war nicht so gut. Oh. Das hast du jetzt nur gesagt, um Creamies zu kriegen. Ich frage mich, wir hatten ja auf der Hauptbühne diese Regel, dass jedes Mal, wenn Dokumi gesagt wird, alle gut machen. Ob das jetzt im Moment auch weiter klappt. Das heißt, wenn wir Dokumi sagen, sitzen alle zu Hause und machen Ja, und machen das die Creamies. Das hat echt gut geklappt, ne? Ja. Immer wenn wir Dokumi erwähnen, muss es und das die Creamies geben. Aber nur einen. Immer nur einen. Nicht so viele. Nein, mindestens 10. Dann haben wir nur Creamy-Spam. Dann können wir die Nachrichten gar nicht mehr lesen. Spam. Oh, was habt ihr angerichtet? Ich sehe mindestens eine Person jetzt zu Hause sitzen und Wu sagen, wenn wir Dokumi sagen. Das ist aber wirklich sich durchgezogen, ne? Seit der Öffnung bis zum Schluss. Also das können wir auch echt gerne beibehalten. Ich fand die Idee richtig cool, muss ich sagen. Ja. Das hat so viel Stimmung gemacht. Ja, und die Politiker, die Reden gemacht haben, haben auch das mitgemacht. Die haben wirklich so, bla bla bla, Dokumi. Los, gib mir Wu. Und die Engels ebenfalls. Ja. Dokumi war Sehr schön. Wir haben noch 10 Minütchen. Ja, ganz entspannt. Ja. Als Moderatorin überlasse ich dir gerne die Entscheidung des Themas für die letzten 10 Minuten. Okay. Oh ja, bin ich aber gespannt. Druck. Oh nein, ich habe Druck. Wir reden über Dokumi. Schon mal richtige Richtung. Ja, ja, ja. Gut. Unterkategorie? 2019. 2019. Mhm. Haben wir dafür überhaupt schon so viel zu erzählen? Aber machen wir eine Dokumi? Machen wir eine Dokumi. Sollen wir eine Dokumi machen noch weiter? Auch nächstes Jahr? Ist das gewollt?
Wollt ihr, also... Das ist mein 10 Jahre schon so ein gutes Ending. Also. Man soll ja aufhören, wenn es am besten ist. Ja, am schönsten ist, genau, genau. Ja, ja, sollen wir schon gucken. Aber das sieht dann eher aus wie wo? Wo? Also ich denke schon, das verbleiben wir, ne? Nee, Dokumi ist voll scheiße. Finde ich auch so langsam. Ja. So, wenn immer, immer irgendwas Neues machst, also irgendwann, da weiß ja nicht mehr, ist es das, wo es begonnen hat. Und, oder wenn du dasselbe machst, ist immer dasselbe. Dann müsste ich euch irgendwann wieder eine Torte bringen, weißt du? Das geht doch nicht mehr. Das ist viel zu anstrengend. Ich glaube, wir müssen eigentlich eher irgendwann mal der Messehalle und denen eine Torte geben, dafür, dass wir uns 10 Jahre erhalten oder ertragen haben. Diese Manga-Leute. Nein, die haben ja tatsächlich von der Messe selber auch eine 10-Jahres-Torte bekommen. Ja. Das fand ich super süß. Das ja, das sehen. Stimmt. Ja. Und mega gefreut. Ja. Könnt ihr nochmal über die Anfänge von Dokumi reden? Ich höre es so gerne. Ich war damals nicht dabei, ich war zu klein. Damals, als wir noch jung waren. Ja, vor 10 Jahren. Da gab es noch Visus und da haben die Leute noch auf Animex-Treffen sich getroffen. Oh ja. Und auf einem dieser Animex-Treffen haben wir die... Ja, das war da, glaube ich, dieses... Boykott. Ja, was du da gemacht hattest. Ja, Boykott. Bei Bonner Yaoi Cosplay-Treffen. Oh! Ja. Hallo, da? Ja. Und wir haben, wir hatten davor noch ein Treffen im Sauerland, das Cats. Das Cosplay- und Anime-Treffen im Sauerland. Ja. Und dann? Dann saß ihr einfach da und habt gesagt... Ja, das war wieder dieses, man macht eine große Idee und man macht erstmal das Umsetzbare davon. Das lass mal eine Con machen, haben wir gesagt. Genau, daraus ist es eigentlich. Es würde Spaß machen, haben sie gesagt. Und wenn du das nächste Mal im Lager dann sitzt und irgendwelche Kisten schleppst und denkst, lass mal eine Con machen, haben sie gesagt. Spaß machen will. Es würde Spaß machen, haben sie gesagt. Aber es macht ja vielen anderen Leuten Spaß, deswegen ist es auch okay. Ja. Das klingt jetzt gerade so, als würde es überhaupt gar keinen Spaß machen. Doch schon, aber es ist halt auch echt anstrengend, jetzt mal ohne Witz. Ja, aber es hat Spaß gemacht. Und ihr wart so klein, ihr habt doch, glaube ich, nur 300 Besucher so erwartet, ne? Oder? Haben wir erwartet, es kam 1800. Ja, das 6-fache. Ja. Und jetzt haben wir 45.000, jedes Jahr 45.096 Besucher, glaube ich, oder so. Genau, genau. Datum gibt es übrigens noch nicht offiziell, weil wir noch ein paar Gespräche mit der Messehalle auch machen. Und gibt es dann in Bälde. In Bälde, wie in das Bälde. Wie im Bäldebad. Das Bäldebad. Hallo, ich bin zuständig für so schlechte Witze. Ja, stimmt, du warst die Dad-Jokes. Das hatte während des Streams schon mindestens 2 auf der Zunge liegen, aber ich hab's mir dann nicht abgelenkt. Wenn du die Pfeife wieder raushauen kannst. Ich wird auch gerade wieder nach längerer Dokumi, 3 Tage gefragt. Also wir werden das jetzt im Team quasi besprechen, mit der Halle nochmal besprechen und dann erst entscheiden. Ja. Also ihr werdet auf jeden Fall in Kenntnis gesetzt, so schnell wie es geht, damit ihr euch seelisch darauf vorbereiten könnt. Genau, wie es mit dem Datum und so ist. Quasi die nächste Haupt-To-Do für die nächsten Wochen, neben Thema Fundsachen, noch Versendung von ein paar Crowdfunding-Sachen und Dokumi-Nachklapp und so. Aber haben wir auf dem Schirm. Ihr wollt es ja auch bald wissen. Sehr gut. Du hast Dokumi gesagt. Stimmt. Dann Chiaki sagt nein. Nein. Lisa! Welche Lisa? Meint die Sängerin Lisa? Wahrscheinlich, ja. Ja, wollen einige sehen. Das, die von Crossing Field, oder? Die das gesungen hat. Die war aber auch cool. Die hat viel gesungen, die mochte ich auch. Ja. Wer weiß, wer alles kommt. Wir haben doch schon was im Hinterkopf. Ich habe gerade eine tolle Idee für die nächste Dokumi. Oh. Und zwar jedes Mal, wenn das Wort Dokumi fällt, müssen alle Dokumi sagen. Schneeballprinzip. Sehr schön. Oh mein Gott! Dokumi. Das wäre schlimm. Dokumi. Ja. Das ist halt so ein Echo. Was ist denn hier das Reihe? Oh. Updates. Updates. Hat jemand wohl in der Dropbox gehabt. Bandmate. Bandmate wäre jetzt auch gerade der Schweizer Kunde gewesen. Die hätte ich so gerne gesehen. Ich liebe sie. Bandmate. Könnt ihr schon etwas zur Halle sagen? Geht zurück in den Süden. Ach ja, so. Können wir schon was zu sagen? Es geht tatsächlich nächstes Jahr noch nicht zurück, weil die Baustelle noch bis August dauert. Also, dass wir auch noch offiziell noch posten und sowas, wie der Wasserstand ist, wurden wir aber auch erst vor wenigen Wochen darüber informiert. Ist jetzt halt einfach so, wenn Baustelle ist, können wir halt, müssen wir damit leider Gottes leben. Aber wenn die im August fertig ist, ist dann für 2020 quasi der Weg wieder frei. Und dann können wir auch wieder zurück in die Messe Süd.
und dann in diesen neuen Bereich dann da gehen. Mhm. Aber tatsächlich, so wie dieses Jahr Dokumi halt gelaufen ist und auch wie es so eine Atmosphäre war, ja, kann ich tatsächlich noch ein Jahr ganz gut dort leben. Genau. Mhm. Und ihr kennt euch ja auch so ein bisschen jetzt aus dort. Verlauft euch nicht. Vielleicht finden ein paar mehr Leute die Halle 16. Das also, es gab drei Hallen. Nein, es gab direkt links neben einer Halle noch die Halle 16 und die Halle 18. Und das also, wir haben fünf Hallen gehabt. Ja, aber irgendwie haben trotzdem einige Halle 16 nicht gefunden. Sake Tasting auf der Doku. Oh, das finde ich auch gut, ja. Plus 18 erreicht. Und jeder denkt, dass sie nur unanständige Sachen in plus 18 erreicht, aber in Wirklichkeit wird er besoffen. Ich denke, man ist da einfach so also Weinverköstung und Sake-Verköstung, so ganz etipetiert, alle denken so, ah, voll der Hentai-Bereich, also, schwierig. Und dann ist das so, mein Manuke ist mir rausgefallen. Das ist noch drei dabei, ja. Ach, Gisela! Du musst dir ein neues Monokel holen, selbstklebend. Oh. Oh, die letzten fünf Stunden. Fünf Stunden. Viel Spaß. Ja, Rina macht heute, Dokichan macht heute einen 5-Stunden-Stream. Bis noch, Mitternacht. Oh, bis Mitternacht. Nein. Oh, wie die Aber dann würde ich ja eher einen Film mit euch gucken oder so. Ein Anime. Gibt es das eigentlich, ich bin ja so ein bisschen altmodisch, aber gibt es tatsächlich bei Twitch auch was, wo man Leute beim Film gucken, zugucken? Ich wette schon, oder? Ja. Irgendwas so, so. Zusammen so Reaction und so. Wenn so ein Horrorfilm ist, erscheinen wir zusammen. Ja. Oh, oder zusammen so Feuerwerk gucken. Oh. So gut. Ah. So wie ich am noch. Die wollen auch, dass du einen 5-Stunden-Stream machst. Ja. Belly, wir gehen jetzt gleich was essen. Ja, und die Doki-Chan, die macht auch ein bisschen mehr weiter. Weil der Wetter ist vielleicht auch hallo. Ja. Hallo. Ja. Finde ich gut. Also, was meinen 5 Stunden haben wir dann? Ja, eine Uhr nachts, ne? Oh, das ist verboten auf Twitch, höre ich gerade. Oh. Ah. Ach, das ist verboten auf Twitch? Mhm. So lange Stream, warum denn das? Nein, also einen Film zu gucken wahrscheinlich dann auf aber wenn wir einen eigenen Dokumi-Film haben. Oh Gott, es wird der Ideenstapel davon. Mit unserem eigenen Dokumi-Darstellern. Haha, ich gehe auf die Con und du, ich bin auf der Dokumi. Und ich bin wenn dann dafür, dass wir so eine klassische Tele5-Verkaufsshow machen würden. Oh ja. Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie dieses praktische Fun-Set kostenlos dazu. So, da ist auch eine. Ich will einfach mal meine Eintrittskarten haben. Aber es muss halt ein Creamy Fun-Set sein mit unserem Maskottchen. Ja, oder mit einer Remchan drauf oder so einer Dragon Maid und so. Mhm. Unsere. Ich hatte auch schon gedacht, wir müssten so eine Fun-Wende haben in Creamy-Form vorne. Mhm. Und auf der Rückseite steht irgendwie sowas wie. Sehen uns auf der Doku. Und jedes Mal, wenn du dein Ei am Wenden bist. Und einfach mit der Link zum Ticket-Shop. Ein Fun-Wender in QR-Code. Das Sales-Team hat gesagt, das wäre eine gute Idee. Ich ja, hasse unser Sales-Team. Das ist eine gute Idee. Eine Creamy Fun. Ja, tschüss. Crowdfunding 2019. Creamy Fun-Wender. Ich würde es auf jeden Fall haben. Wir beraten uns jetzt so viel Crowdfunding-Artikel für nächstes Jahr, werden wir es gerne mal mit aufnehmen. Wir braten jetzt die Crowdfunding-Artikel. Schön feiern. 2 Minuten. Wie viel mehr Dead-Jokes könnt ihr noch ertragen? Ich weiß es nicht. Ja. Nein. Link auf der Fun. Wie altmodisch. Link auf die Fun. Ja, wir wollten ja einen QR-Code machen. Ja. Link auf die Fun. Aber so eine Müsli-Schale mit Creamy drin oder so. Oder halt so diese Form, wo du dann so ein Rührei rein. Oder ja, du kannst halt so oder Creamy so eine Backform. Ja, so eine Backform. Das ist nicht cool. Ja, okay. Ich würde erstmal die Vorstellung von diesem Jahr fertig machen. Ah, es gibt so viel. Ja. Und irgendwann ein Creamy Kikoromi. Habe ich das eigentlich das Gefühl, cool. Oder es wird immer wärmer hier? Ja. Ihr seid halt so heiß. Jetzt fange ich schon damit an. Hey, das ist so, wie wir es gebraten haben gerade. Nee, die Ideenstapel brennt, deshalb ist es so heiß. Ein Creamy Ducky Makura, aber dann wirklich so mit so einem Muskel gepackt, so. Wie diese Dickdack-Cosplayer, die halt immer so ein Dickdack-Gesicht drauf haben. Oh, so. Ja. Das wäre so gut. It's Creamy Man. Und dann wird er vom Marvel Universe aufgekauft, den Creamy Man. Dem Avengers 15. Creamy Man. Mit seiner Sahnepistole. Sahnepistole. Und den Streusel-Ninjas. Ich glaube, wir müssen ein Spiel programmieren.
Hatten wir das nicht mal vorgehabt? Mit der Ad immer noch dran. Yeah. Aber das ist etwas anderes. Das ist was anderes. Ich meine, ein Dokumi-Spiel. Ach so, ein Dokumi-Spiel. Mhm. Ich wollte damals tatsächlich mal in meiner Freizeit ein Dokumi-Mario Kart-ähnliches Spiel, wo du durch die Messehalle fahren kannst. Oh. Dann dachte ich mir, dass ich vielleicht auch Wichtigeres zu tun habe. Ideenstapel. Ja. Oh Mann, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele Ideen wir heute schon haben. Aber das Gute ist, wir werden sie einfach alle vergessen. Nicht alles. Der Pfannenwender bleibt. Der Pfannenwender bleibt, bis in alle Ewigkeit. Irgendwie und die schon. Kuriositätenhalle. So, es ist 20 Uhr. Gute Nacht. Nein. Das war der kälteste Abschied. Eben, wir haben nur noch 5 Stunden. Was willst du? Nein. Sie hat doch 5 Stunden. Ihr seid so da. Ja. Schön. So, haben wir genug Feedback eingesammelt? Nein. Auf jeden Fall, ihr hattet anscheinend Spaß, haben wir so gehört. Ich hoffe. Doch. Sollen wir nächste Woche machen? Spaß. Ja, oder ausnahmsweise. Wir bei machen es so ja. Nicht, nennt man die Schnappzahl, wenn es so eine Doppelzahl ist? 11? Ja. So eine Primzahl. Ja, aber nennt man auch nicht Doppelzahl Schnappzahl? Ja, vielleicht. Reden wir lieber über Dinge, von denen wir Ahnung haben. Ja. Primzahlen zum Beispiel. Wie zum Beispiel... Warum haben wir den Ventilator nicht an, wenn wir ihn hier stehen haben? Gott, wir sind so dumm, ne? jetzt mal ohne Scheiß. Wir schwitzen uns den ganzen Tag schon und da steht einfach ein Ventilator neben der Couch. Neben der Couch. Das wäre... Also, es ist Zeit zu gehen. Das Abi hat sich nicht gelohnt. Ja, wunderschön. Gut. Wir machen Feierabend. Wir machen Feierabend und Fenster auf. So, und machen Ventilator an. Ja. Okay. Ja. Wir brauchen einen Abschiedsspruch. Das haben wir haben immer eine Begrüßung, aber... Nach der Con ist vor der Con. Ja, das ist irgendwie... Okay. Was anderes. Moe, in einem... Himizuno nochmal. Und Rekasan. Hakken. Ganz viel. Ich wollte Schickt uns ganz viele Vorschläge an info@dokumi.de, weil wenn ihr noch was anderes haben wollt, dann können wir das da sammeln. Genau, euer Feedback auch an info@dokumi.de. Wenn ihr Interesse habt an der Dokumi-Kollektion, dann info@dokumi.de. Wenn ihr schon wissen wollt, wann der Vorverkauf nächstes Jahr startet, wahrscheinlich wieder erst Oktober, aber info@dokumi.de. Wenn ihr Fundsachen sucht, info@dokumi.de. Wenn ihr weiß schon, wer uns köpfen wird, weil demnächst jetzt jeder Zweite fragt, wann die Dokumi ist. Etwa die info@dokumi.de. Wenn ihr wissen wollt, was der Sinn des Lebens ist, 42. info@dokumi.de. Wir suchen das auch nach der Frage. Das ist wie wir den Helfern immer sagen, wenn ihr etwas nicht wisst, schickt sie zur Info. Ja, und die Info schickt sie zur Kasse. Schickt sie ins Helferbüro. So, dann ist es soweit. Dann sagen wir A wie auf, B wie bald. Oh Gott. Oh Gott. Also das müssen wir doch ein bisschen üben hier mit dem Ausdruck. Das ist, glaube ich, der Moment, wo wir uns verabschieden sollten. Ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Hallo, wie soll das ausschalten? Ja. Okay. Nein, vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich heute dabei gewesen seid. Und wir sind ja noch in den nächsten weiteren Wochen, sind wir auch in den Gaming-Streams aktiv und werden noch ein paar neue Sachen, also das Konzept ein bisschen überarbeiten und euch dann informieren. Und wenn ihr Fragen habt, info@dokumi.de und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und wer steht jetzt auf? Naja, ist ja gut. Benni steht auf. So. Tschüss, Leute! Bis